Ich bin bereit. Chainsaw Massacre ist eines der Remakes, das Michael Bay über seine Produktionsfirma Platinum Dunes hat produzieren lassen und war außerdem der Debütfilm von Regisseur Marcus Nispel. Texas Chainsaw Massacre, das Remake, ist ein wirklich interessantes Stück Film und in dem Review möchte ich ein kleines bisschen auch auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Original und Remake eingehen und werde außerdem sicherstellen, dass wir trotzdem ein paar Parts finden an dem Film, über die man sich vielleicht unter Umständen ein kleines bisschen lustig machen kann. Und ich muss zugeben, eines, dafür kann der Film jetzt einmal überhaupt nichts, was ich eher allgemein sagen möchte. Ich bin kein wirklich riesiger Fan von Produktionslogos. Und damit das nicht falsch verstanden wird, amerikanische Filmproduktionsfirmen versuchen oft ihre Jingles oder generell das Erscheinungsbild der Logos etwas an den kommenden Film anzupassen. Nicht immer, aber ganz ehrlich, irgendeine fröhliche Musik gehört einfach nicht vor einen Horrorstreifen. Deutsche Labels, die gerne ihr eigenes Logo vor einen Film setzen, tun das nicht. So auch bei Texas Chainsaw Massacre 2003. Und ich muss zugeben, wenn nach 20 Sekunden bereits der erste Stilbruch kommt, vor allem dann die nachfolgenden amerikanischen Logos zeigen, wie es eigentlich besser ist. Tja, anyways, wollte ich nur erwähnt haben. Der Film beginnt im Doku-Stil mit so einer verfremdeten Aneinanderreihung von Tatortfotos und sonstigen Aufnahmen, Beweissicherungen oder so. Ich komme mir ein kleines bisschen vor wie bei CSI, Tatort Texas. Und diesmal, anders als bei den anderen Texas Chainsaw Massacre Filmen, wurden die Leichen in dem Haus gefunden, wurde quasi das Haus gefunden. Und wir beginnen den Film mit einer etwas Blair Witch Cam-artig gefilmten Tatortbegehung mit einem Polizisten, der uns quasi durch das Killerhaus führt. Eigentlich, muss ich zugeben, keine schlechte Idee, mit diesem Beweisanfang und so weiter, dem Schwarz-Weiß-Spiel, eigentlich ein echt cooler und atmosphärischer Anfang. Zwar nicht zwangsläufig notwendig, aber kann man gelten lassen. Schauen wir mal, wie der Film seine Hauptcharaktere einführt. Selbstverständlich mit Sweet Home Alabama im Hintergrund und zwei schmusenden Jünglingen. Das, glaube ich, ist das, was Texas Chainsaw Massacre dem Original gefehlt hat. Fröhliche Road-Movie-Musik und eine Körpersaft-Tauschbörse im Rückbereich des Vans. Das hätte sicher eine Menge. Vor allem, wenn dann noch jemand, der Charakter, der mehr oder weniger den Rollstuhlfahrer aus dem Original ersetzen soll, den gerade Schmusenden erklärt, welche Krankheiten man sich dabei doch alle holen kann, wo ich mir denke, also wenn man irgendwelche Informationen zu der Zeit überhaupt nicht brauchen kann, bingo! Außerdem eine große Änderung ist selbstverständlich auch wie für jeden modernen Horrorfilm notwendig, Drogen. Es dauert genau 4 Minuten in den Film, bis das Wort Kiffen das erste Mal genannt wird. Selbstverständlich intelligenterweise nimmt auch der Fahrer einen kräftigen Zug, weil man ja beim Auto... Ach, egal. Und die nächste Änderung ist, es gibt diesmal nicht einen Anhalter, sondern zwei Anhalterinnen. Die eine davon ist allerdings quasi schon seit 20 Stunden in dem Van dabei, die zählt für mich quasi zur Gruppe dazu. Die Hauptanhalterin, die man am Anfang des Films trifft, ist eine Frau, die komplett geistig verwirrt aussieht, die mehr oder weniger komplett abwesend irgendwie durch die Straße geht und ein ganz, ganz anderes Bild als der durchgeknallte Typ im ersten Teil, wo, wie ich gesagt habe, also ich hätte nicht mitgenommen, aber bei ihr, die mehr oder weniger danach schreit, dass sie irgendwie Hilfe braucht, kann man das wesentlich besser nachvollziehen, dass sie eine Gruppe Reisender auch aufnimmt. Trotzdem,
Sie ist kaputt genug, zwar nicht ganz so furchteinflößend wie der Kerl im Original, aber bei ihrem apathischen Auftreten und dem, dass sie dann anfängt, von dem bösen Mann und so weiter zu stammeln, dem Fahrer irgendwann sogar ins Lenkrad greift, weil sie Panik hat, dass sie wieder dorthin geführt wird, wo sie hierher gekommen ist. Das Ganze wirkt eigentlich recht glaubwürdig und man beginnt sich langsam dafür zu interessieren, was mit dieser Frau eigentlich passiert ist, bis sie dann einfach zwischen ihre Beine greift, einen Revolver hervorholt und sich erschießt. Kurze Frage! Wo war dieser Revolver genau? Also, wie hat sie den transportiert und aufbewahrt? Weil wir haben vorher quasi gesehen, dass sie gegangen ist, ohne eigentlich eine Waffe in der Hand. Weil ich glaube, wäre sie mit einer Waffe in der Hand unterwegs gewesen, hätten sie unsere Leute nicht mitgenommen. Sie hatte außerdem auch keine Tasche oder sonst irgendwas, wo man sich den Revolver einstecken hätte können. Das heißt, ich überlasse es jetzt ganz eurer Vorstellung, wie sie diesen Revolver transportiert hat und erinnere möglicherweise nur ganz kurz an die dezente, überdimensionierte Handytasche von Machete. Danke, dieses Bild wurde gratis mitgeliefert mit dem Review. Viel Spaß! Anyways, nach 10 Minuten, nachdem eben diese Frau sich selbst erschossen hat, ist meiner Meinung nach die Atmosphäre und die Spannung des Films, die der Anfang versucht hat aufzubauen, so ziemlich wiederhergestellt. Und wir wissen, im Gegensatz zum Original wurde diesmal nicht ein Mitglied der Killerfamilie mitgenommen im Auto, sondern scheinbar ein ehemaliges Opfer. Anyways, was mir auch sehr gut gefallen hat, nach diesem Selbstmord steigen sie dann logischerweise aus, eine der Gruppe jammert, warum hat sie sich ausgerechnet uns ausgesucht? Sie hat euch nicht ausgesucht. Falls du dich richtig erinnerst, vor 5 Minuten, sie ging einfach auf der Straße, ihr wart zufällig dort und ihr habt euch sie ausgesucht, sie mitzunehmen. Sie hat damit eigentlich gar nichts zu tun und wobei ich zugeben muss, dass im Schockzustand eine derartige Reaktion durchaus glaubwürdig und ich allgemein sagen muss, dass ich die Reaktionen der Mitglieder von unserer Truppe aus dem Film eigentlich durchgehend menschlich irgendwie verständlich finde. Es gibt alle vermitteln einen glaubwürdigen Eindruck von Schock, aber die Darsteller schaffen es meiner Meinung nach gar nicht so schlecht, dem Zuschauer ein relativ differenziertes Bild von Schock darzustellen und vor allem, wie die einzelnen Charaktere mit ihrem individuellen Schockzustand umgehen. Im Gegensatz dazu kommt dann die nächste Einstellung, weil sie wollen natürlich melden, dass sich die Frau erschossen hat, sie wollen den Selbstmord melden, fahren dann mit der Leiche im Auto zu einer Tankstelle weiter. Und ich muss da einmal eines fragen, ich meine, abgesehen davon, dass sobald sie im Auto weiterfahren, irgendjemand so die Leiche anschaut und meint, so schaut also Gehirnmasse aus, irgendwie wie Lasagne, Glaubwürdigkeit, puh. Und der Teil eben, der mich eigentlich bei der Szene am meisten wundert, ist, wieso nehmen sie die Leiche mit? Ich meine, ja klar, von der behördlichen Seite, vom CSI-Standpunkt aus, ist es natürlich gut, wenn man keine Beweise vernichtet oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, würdet ihr gerne mit einer verwesenden Leiche im Auto herumfahren? Ich meine, sie fahren ja eh, um das Ganze zu melden. Also, gut. Wobei ich natürlich auch die rechtlichen Grundlagen nicht kenne, ob das jetzt technisch gesehen erlaubt wäre, die Leiche dezent, weil bei diesem Baum, wo sie angehalten haben, kurz zu deponieren und dann den Sheriff dorthin zu bringen, keine Ahnung, ja. Nur vor allem weitere Probleme, die sie dann mit dem Auto haben, nämlich dass es da drinnen zu stinken beginnt, hätte man damit relativ gut abwenden können. Anyways, sie fahren trotzdem zu der Tankstelle nach dem tollen Lasagne-Saga, steigen dort dann eigentlich schon mittlerweile richtig gelassen aus, der Sheriff meint aber nein, er kommt nicht zu ihnen, weil das ja Sheriffs so tun. Hey, ich möchte einen Selbstmord melden. Ja, du kommst irgendwann einmal in der nächsten halben Stunde vorbei. Pff, interessiert mich nicht wirklich. Glaube ich weniger. Aber egal. Und jetzt, wenn sie dann dorthin fahren, wo der Sheriff gemeint hat, er trifft sie, melden sich dann die Ersten und meinen, von da hinten fährt. Komisch.
Ja, die Leiche und ihr verteiltes Gehirn könnten ansatzweise was damit zu tun haben. Übrigens, so geschmackvoll wie Markus Nispel den Film gedreht hat, ist die Kamera mittlerweile, glaube ich, schon zum fünften Mal durch das Loch in der Scheibe, durch das Loch in ihrem Kopf und sonst wie gefahren. Notwendig, wie man sagen muss. Auf jeden Fall, als sie dann dort ankommen, wo der Sheriff sie hinbestellt hat, meint einer der Gruppe, ja, man könnte die Leiche dann eigentlich auch dort deponieren. Puff! So wie man das ganz am Anfang machen hätte können, wie man das Auto noch leichter reinigen hätte können und dann hätte man sich den ganzen Umweg auch erspart. Also, denken wäre vielleicht nicht so schlecht. Auf jeden Fall hat dann aber eine der weiblichen Charaktere doch recht, wenn sie sagen, aber die Tote hat auch eine Familie, die sie zurückhaben möchte und man kann sie nicht einfach auf der Straße liegen lassen wie Müll. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich nicht der Meinung bin, dass sie die Aufgabe eines Leichentransporters haben. Das ist dann doch, finde ich, schon irgendwie mehr oder weniger im Bereich der örtlichen Behörden. Wie gesagt, melden, definitiv. Sheriff anrufen, definitiv, mit einer langsam verwesenden Leiche im Auto stundenlang herumfahren, vielleicht eher weniger. Abgesehen davon, wenn sie schon bei der Tankstelle waren, hätten sie vielleicht die Leiche dort in einem Kühlhaus für den Sheriff hinterlegen können, damit, wie gesagt, dieser ganze Gestank nicht stattfindet. Vor allem, wir befinden uns in Texas, wo es vielleicht nicht ganz so kalt ist. Egal, lassen wir den ganzen Plotpoint. Dort, wo der Sheriff sie hinbestellt hat, treffen sie auf einen scary Jungen mit schlechten Zähnen, der vielleicht so ein, was weiß ich, eine kleine Anspielung auf das Mädchen in Texas Chainsaw Massacre 3 sein soll. Und eine der Frauen ruft dann von einem nahegelegenen Haus den Sheriff an. Am Telefon sagt man ihr dann, dass der Treffpunkt in 30 Minuten ist, obwohl der Sheriff in exakt dieser Sekunde dort eintrifft. Interesting. Und man muss aber zugeben, dass das Arlie Ermey, der den Sheriff spielt, ein wirklich großartiges Auftreten hat in dem Film, weil man merkt von Anfang an, dass mit dem Typen irgendwas nicht stimmt, aber er hat trotzdem nicht irgendwie ganz offensichtlich Bösewicht auf sich stehen, wie vielleicht irgendjemand anderer. Leatherface sehen wir diesmal das erste Mal in der 31. Filmminute und genauso wie original beim ersten Teil ist auch diesmal der erste Kill nicht mit Kettensäge, sondern mit Hammer. Dann wird die Leiche wieder weggeschliffen und die Schiebetür zugemacht. Prinzipiell hat man sich also ziemlich nah ans Original gehalten, hat die Szene ziemlich detailgetreu nachgestellt, mit ein paar kleinen Änderungen, muss man aber auch dazugeben. Beispielsweise, die Szene wirkt meiner Meinung nach nicht ganz so hart, was einerseits vielleicht daran liegt, dass die Szene etwas schneller geschnitten ist als im Original, dass nachdem der Charakter den Hammerschlag auf den Kopf bekommen hat, er nicht so herumzuckt wie im Original. Der Blutspritzer auf dem Fernseher war jetzt vielleicht auch nicht wahnsinnig notwendig. Er wird etwas länger geschliffen und es sind generell die Aufnahmen, abgesehen davon, dass sie wesentlich zahlreicher sind, wesentlich näher am Geschehen. Und die ganze Szene bekommt dadurch zwar etwas mehr Dynamik verliehen, aber verliert meiner Meinung nach etwas von ihrem Gehalt, etwas von ihrem Schockmoment. Trotzdem muss ich aber zugeben, für den ersten Auftritt von Leatherface in diesem Remake wirklich gut inszeniert. Außerdem, wo sie in diesem Haus sind, wo eben die Frau vorher telefoniert hat, bewohnt vom nullbeinigen Monty im Rollstuhl, wo niemand fragt, wie der das offensichtlich schafft, ganz alleine in einem Haus im Rollstuhl ohne Beine zu sein, wo er sich dann nämlich sogar vorher von der Frau dann noch helfen lassen muss, im Badezimmer und so weiter. Niemand kommt auf die Idee, dass dort vielleicht noch irgendjemand wohnen könnte. Und die andere Sache ist, ich meine, ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht wurde oder ob ein Charakter im Rollstuhl einfach nur gemacht wurde als weitere Anspielung auf den ersten Teil. Vor allem, ich kann nur sagen, wenn ich in der Situation wäre, wenn ich auf ihn getroffen wäre, ich hätte ihn schon zumindest gefragt, wie er das denn alles schafft. So ganz, vor allem in der entfernten Wildnis, wo man ja nicht einmal sagen kann, er geht schnell einkaufen, weil er geht Einkauf. Anyways, es geht dann jetzt erst, wie dann die Leiche mehr oder weniger aus dem Auto geschaffen wurde mit Hilfe des Sheriffs,
kommen dann die Leute drauf, da stinkt's ja wirklich grauslich und vor allem, wie sollen sie das jetzt dann putzen, dass sie mit dem Auto weiterfahren können? Tja, hätte man das Ganze vielleicht ein bisschen schneller in Angriff genommen, egal. Vor allem, es fällt wirklich auf, dass diese ganze Thematik, es ist eine komplett unterschiedliche Ausgangssituation, ob man jetzt nur einen Wahnsinnigen im Auto mitgenommen hat oder ob sich eine Frau im Auto erschossen hat, aber es bekommt genau dieses Kapitel der Anhalter, auf dem mehr oder weniger beide Filme aufbauen, im Remake wesentlich mehr Screentime und vor allem auch wesentlich mehr Bedeutung. Über dieses Thema kommt wesentlich mehr Kontakt auch mit anderen Charakteren aus dem Film zustande und so weiter. Und ich muss zugeben, dass das Ganze für ein Remake echt clever gemacht ist, weil man zwar die grundlegende Idee des Originals übernommen hat, aber damit trotzdem einen komplett eigenen Weg gegangen ist. Und wie ich schon wahrscheinlich mehrmals gesagt habe, das ist das, was ich an Remake sehr schätze. Und was mir auch auffällt, ist, dass das Remake von Texas Chainsaw Massacre eigentlich relativ geschmackvoll mit dem Original umgeht und nicht einzig und allein dazu da zu sein scheint, um irgendwelche bekannten Ideen auszuschlachten. Wortspiel. Weil zum Beispiel die Kettensäge von Leatherface sieht man in diesem Film zum ersten Mal nach 43 Minuten. Deutlich später erst als im Original. Der Film hat sich dadurch im Endeffekt mehr Zeit gelassen, den Charakter aufzubauen. Und auch wenn man zugeben muss, dass diese Mehrzeit wahrscheinlich in erster Linie die ist, die dann Ali Ermi zugesprochen wurde, aber trotzdem hat auch Leatherface im Remake eine Menge an Mystery-Aura beibehalten, hat einen relativ guten Aufbau eigentlich erfahren, genauso wie das eigentlich im Original der Fall war. Also da kann man echt gratulieren für die gelungene Einführung. Und Leatherface verfolgt jetzt dann irgendwann einmal langsam unsere Charaktere. Einem wird im Laufen der Fuß abgesägt, weil, na gut, dass der Film Splatter-Effekte haben wird, das wird jetzt nicht wirklich. Sie flüchtet sich dann in Panik in das Auto, freut sich, dass der Sheriff daherkommt. Das Einzige, was der allerdings entdeckt, ist neben dem Fahrer im Aschenbecher den Joint, weil er das ja vorher, wie er die Leiche rausgetragen hat, sicher nicht gerochen hat. Aber gut, nachdem wir ja wissen, welchen Charakter Ali Ermi spielt, ist das natürlich für seinen Charakter sehr glaubwürdig, dass er sich mehr oder weniger nur den ersten und besten Vorwand nimmt, den er vielleicht irgendwo herfinden kann. Wir sehen jetzt eine weitere Referenz an den ersten Teil, nämlich der Typ, der etwas weniger Beine hat vielleicht als notwendig, wird auf dem Fleischerhaken aufgehängt. Interessanterweise über einem Klavier, was das Ganze für eine Bedeutung hat, abgesehen davon, dass vielleicht, wenn sie dann versucht, ihn zu retten, man quasi die Sonata del Gesäßer hört, keine Ahnung. Man sieht ihn dann einige Zeit lang wimmern und zum ersten Mal in dem ganzen Franchise übrigens an der Stelle nimmt Leatherface seine Maske ab. Und wir sehen, er hat, wie gesagt, so wie im Original eigentlich, zwar ein furchteinflößendes, aber vielleicht dennoch minimal kindisches Auftreten, dieses zurückgebliebene merkt man da und ihm fehlt die Nase. Jemand, der etwas kindisch agiert und keine Nase hat, insert obvious Michael Jackson joke here. Und wir sehen jetzt dann, wie der Sheriff die anderen terrorisiert, er lässt sie am Boden liegen, bedroht sie, schießt neben ihnen auf den Boden, lässt quasi kein Klischee in dem Hohoho, ich bin so böse 101-Buch aus und lässt vor allem, und das ist aber dann eine wirklich kreative Szene des Remakes, einen der Charaktere nachstellen, wie sich die Frau in diesem Auto selbst erschossen hat, indem dass er ihnen einen Revolver gibt und so weiter, und der stellt das aus irgendeinem Grund absichtlich falsch dar, indem er sich die Waffe nicht an den Mund, sondern ans Kinn hält, obwohl er weiß, wo das Loch ist und obwohl er wissen muss, dass der Sheriff das auch weiß und dass er sich damit eigentlich diese ganze wirklich sehr intensive und ungemütliche Szene noch ungemütlicher macht, was natürlich auch nicht hilft, dass er dann vielleicht versucht, den Sheriff zu erschießen, was logischerweise irgendwie auch nicht funktioniert, weil er zuckt dann aus, bedroht den Sheriff, dass ihm der vielleicht nicht wirklich eine geladene Waffe in die Hand gibt.
Ja, weil immerhin der Sheriff wurde uns ja jetzt mehr oder weniger eigentlich nur als Sadist und Psychopath vorgestellt und noch nicht unbedingt als Mörder. Wir sehen außerdem immer öfter zwischendurch auch den Kerl, der auf dem Fleischerhaken hängt, wesentlich mehr, als das im Original der Fall war. Der versucht sich außerdem zu befreien, zieht sich irgendwo nach oben, fällt wieder nach unten, rammt sich dadurch den Haken mehrmals, immer wieder nur tiefer rein. Autsch! Das tut richtig zum Anschauen schon weh, ja? Auf jeden Fall wollen dann irgendwann einmal die Frauen das Auto starten. Leatherface tritt überraschend auf, sägt auf das Auto ein, killt eine der Frau und dann sieht man quasi durch die Windschutzscheibe irgendwie, dass Leatherface die Maske von einem Charakter aus dem Film mittlerweile schon trägt. Wow, ja? Und da kann man echt dazu sagen, das ist ein wahnsinnig gelungener Schockmoment, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass Leatherface vielleicht die Maske so sauber abtrennen hätte können, dass sogar der Bart dieses Charakters noch erhalten bleibt, was aber wahrscheinlich die Filmemacher deswegen gemacht haben, damit man ihn leichter erkennt. Weil nur mit einfacher Gesichtshaut, ja, trotzdem ist irgendwie vielleicht noch nicht so ganz klar herausgekommen, wieso Leatherface sein eigenes, nicht wirklich hübsches Äußeres damit kaschieren möchte, indem er sich die stinkenden und verwesenden Häute von anderen Leuten auflegt. Aber um ehrlich zu sein, das hat die Reihe bis jetzt generell wenig. Aber es ist eines dieser Mysterien, die meiner Meinung nach für einen Charakter wie Leatherface durchaus positiv sind. Auf jeden Fall flüchtet eine der Frauen in einen Wohnwagen, wo dann noch zwei Charaktere sitzen, die es in den Originalen eigentlich nie gegeben hat, wo die eine meint, na, sie haben kein Telefon, dann sieht aber die unsere Protagonistin, dass es das doch gibt und sie beginnt sofort anzuschreien, es gibt doch ein Telefon und das ist nicht dein Baby, du hast das Baby gestohlen. Und ich mir denke, what? Woher nimmt sie die Basis für diese Anschuldigung? Ich meine, ich glaube, auch in Texas gibt es sowas wie Adoptionsfirmen, keine Ahnung. Und insgesamt, wenn man das Ganze jetzt etwas durchzählt, kommen wir drauf, dass die Familie wieder mal relativ groß geworden ist eigentlich. Wir haben Leatherface, wir haben den Sheriff, wir haben den Kerl ohne Beine, wir haben die zwei Frauen im Wohnwagen, wir haben den kleinen Buben, wir haben das Baby aus dem Wohnwagen und die Frau von der Tankstelle. Acht! Das ist bis jetzt die größte Leatherface-Familie ever. Und der Grund übrigens, der Film liefert uns jetzt tatsächlich einen Grund, wieso Leatherface die Haut von anderen Leuten tragt. Er hat eine Hautkrankheit. Erklärung Ende. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in die Backstory dieses Charakters. Könnte man das in Zukunft bitte einfach unterlassen, vor allem, dass dann zu einem Schwachsinn wird. Nur ganz kurz, der Schritt nämlich von Hautkrankheit zu andere Leute häuten, ist man auch nicht so ganz bewusst. Vor allem der Schritt von Hautkrankheit zu keine Nase haben, der ist vielleicht jetzt auch noch nicht ganz so gut geklärt. Aber egal, unsere Protagonistin wird in dem Wohnwagen dann im Endeffekt betäubt, wacht dann wieder auf im Haus der Killerfamilie, wird in den Keller geworfen und trifft dort auf den Aufgehängten. Sie versucht ihn natürlich zu befreien und genauso wie er das vorher tut sie ihm aber damit nicht wirklich was Gutes, sondern sorgt nur dafür, dass sich der Haken öfter und tiefer wieder in ihn bohrt. Währenddessen hören wir halt irgendwelche unkoordinierten Klaviersounds. Hm? Aber zugegebenermaßen, die Szene ist echt intensiv und vor allem in der Länge von um die 3 Minuten immer weiter unangenehm und extrem, meiner Meinung nach, gut inszeniert. Alleine dieser düstere, dreckige Keller, auch zur Not dieses alte, vermoderte Klavier dort unten, auch wenn es nicht wirklich einen Sinn hat für die Handlung, aber irgendwie trägt das und tragen vor allem die unkoordinierten Soundeffekte, die von dem ausgehen, durchaus zur Stimmung des Films bei. Und er meint aber dann zu ihr, es bringt wegen der Rettung dann doch eher weniger, und sie möge ihn doch bitte einfach killen mit dem Messer. Sie nimmt das Messer und während sie ihn eigentlich, da fällt mir auf, der Kerl liegt die ganze Zeit mit so ausgebreiteten Armen, hängt er da, hält die Arme so auf einem Rohr, das so
einfach verläuft an der Decke, wo er die Hände scheinbar draufgelegt hat, um sich irgendwie abzu... Irgendwie schaut der Kerl da aus wie gekreuzigt. War das beabsichtigt oder bilde ich mir das nur ein? Na gut. Und sie sticht ihm in den Bauch. Da hilft sicher am meisten und tut vor allem nicht einfach nur verdammt lang, verdammt weh. Und trotzdem ist er sofort tot und sie bleibt außerdem so lang unter ihm liegen, bis sie wirklich mit seinem Blut komplett vollgetropft ist. Was möglicherweise auch nicht das Erste ist, was man in so einer Situation eher macht. Vielleicht flüchten... Egal. Jetzt flüchtet sie dann, trifft einen anderen Typen in der Badewanne, der übrigens auch so ein Loch in der Wirbelsäule hat von seinem Fleischerhaken. Warum er dann dort wieder runtergenommen wurde und in die Badewanne... Egal, auf jeden Fall. Er ist aber offensichtlich nicht gelähmt von dieser durchtrennten Wirbelsäule, sondern kann nur einfach schwerer gehen. Sie muss ihn stützen, aber er kann sie weiterhin begleiten. Im Endeffekt ist er mehr oder weniger dafür da, dass Leatherface noch ein bisschen was zu beißen hat. Es kommt jetzt dann eigentlich die lange, ausgiebige Verfolgungsszene des Films, wo eben unsere Hauptdarstellerin immer wieder von Leatherface terrorisiert, überrascht und so weiter wird. Und man muss da zugeben, wie sie verfolgt werden, vor allem dann auch, wie sie sich versteckt vor Leatherface und wie er immer wieder auftaucht. Das ist echt gut gemacht und das ist echt spannend und echt atmosphärisch geworden. Auch wenn die Atmosphäre des Films und vor allem der Look natürlich mit dem Original nichts gemeinsam haben und wir hier mehr oder weniger nicht einen dreckig aussehenden Independent-Streifen, sondern doch eher einen glatt polierten Hollywood-Film zu Gesicht bekommen. In Sachen Inszenierung und Darstellung steht der Film für eine modernisierte Variante dem Original eigentlich in nicht allzu viel nach. Ich meine, klar, man kann die Kameratricks, man kann die Ereignisse und vor allem deren Inszenierung nicht wirklich direkt vergleichen, weil zwischen den beiden Filmen fast 30 Jahre gelegen sind und natürlich sich auch das Horrorkino weiterentwickelt hat und Texas Chainsaw Massacre Remake zwar gut versucht, dem Original treu zu bleiben und einige Sachen daraus zu übernehmen, aber trotzdem natürlich auch den Konventionen des damals modernen Horrorkinos treu bleiben will und muss, was aber meiner Meinung nach echt gut funktioniert und vor allem in der Szene echt gut funktioniert. Ein paar Kleinigkeiten gibt es aber trotzdem. In einer der Konfrontationsszenen mit Leatherface beispielsweise landet unsere Protagonistin am Boden, die Kettensäge von Leatherface fällt auch nach unten, ist direkt vor ihrem Gesicht und sie braucht ungefähr 10 Sekunden, bis sie auf die Idee kommen könnte, flüchten. Sie schaut wirklich mehr oder weniger der Säge zu, wie sie im Gesicht immer näher kommt, bevor sie dann aufsteht. Klar, wir sollen uns fürchten. Im Endeffekt ist es aber einfach nur relativ unglaubwürdig, wieso das so wirklich passiert. Mittlerweile können wir uns auch übrigens von unserem fast gelähmten zweiten Protagonisten an dieser Stelle verabschieden. Die Verfolgung geht weiter und es gibt einen weiteren Teil, wo sich der Film am Original anlehnt, nämlich dass Leatherface hinfällt und sich selbst ins Bein sägt. Aber nicht vielleicht, weil ihm irgendjemand was gegen die Rübe donnert und Leatherface kurz benommen ist. Nein, er stolpert über einen Stacheldraht. Leatherface, der bedrohliche Killer, seine einzige Schwäche... Stacheldraht, der einen Dreiviertel Meter oder so hoch ist. Scary! Die Verfolgung endet übrigens in einem Schlachthaus, wo sich der Film wieder ein bisschen an den ersten Teil anlehnt, aber mit der großen Änderung, dass das ganze Kapitel Schlachthaus eigentlich nicht wirklich aufgebaut wurde im vorigen Verlauf des Films. Die Tatsache, dass es im ersten Teil lange Dialoge eben am Anfang gegeben hat zum Thema Kuhschlachtung und so weiter, hätten das Ganze natürlich ganz anders wirken lassen. Da ist es aber trotzdem, muss man zugeben, eine atmosphärische Geschichte, weil sobald man das Wort Schlachthaus hört, weiß man mehr oder weniger eh schon, was dort abgeht und dann natürlich die ganzen halbierten Tierkadaver, die dort möglicherweise noch ansatzweise zu sehen sind und die generelle dreckige Atmosphäre ist immer noch irgendwie präsent.
Es gibt zum ersten Mal im ganzen Franchise übrigens auch eine Szene, wo Leatherface schwer verletzt ist. Im Schlachthaus versteckt sie sich in irgendwelchen Spinden und als Leatherface dann den falschen öffnet, hackt sie mit irgendeinem Beil mehrmals auf ihn ein und hackt ihm einen ganzen Arm ab. Wow! So viel wurde Leatherface eigentlich bis jetzt noch nie angetan. Das Schlimmste war, er hatte einen Stein ins Gesicht bekommen, eine Kettensäge in den Bauch und ja, das war's eigentlich mehr oder weniger. Körperteile verloren hat er noch nie und genauso übrigens wie im ersten Teil sehen wir auch diesmal in dieser komplett verlassenen Gegend zufällig genau in dem Moment, wo sie nach draußen läuft, einen Truckfahrer, der zufällig auftaucht. Damit die ganze Atmosphäre aber noch etwas besser ist, ist es diesmal nicht helllichter Tag, sondern nachtdüster und verregnet. Der Trucker fährt übrigens in genau die Richtung, wo sie eigentlich herkommt. Und wir werden zwangsläufig wieder an den Anfang des Films erinnert, wo eben genau dasselbe passiert ist mit der Anhalterin, die sie mitgenommen haben. Unsere Protagonistin zuckt aus, fährt dem Truckerfahrer ins Lenkrad, schreit herum und so weiter, dass der bei der Tankstelle anhält und den Sheriff holt. Sheriff geht nach draußen, sie ist mittlerweile aber schon in einem anderen Auto, das sie aus irgendeinem Grund kurzschließen kann, überfährt den Sheriff dreimal und hat plötzlich ein Baby im Auto. Ha, interessant. Leatherface sehen wir wütend auf der Straße. Er attackiert das Auto im Vorbeigehen mit der Kettensäge. Aber es gibt diesmal keinen wirklichen Schlusstanz, weil er ja die Kettensäge nicht mehr wirklich gescheit halten kann mit nur einer mit nur einem Arm. Und zum Schluss des Films sehen wir wieder den letzten Teil dieser Tatortbegehung von Anfang des Films. Der Sheriff ist wieder da, irgendwann einmal taucht Leatherface auf und wir sehen dann mehr oder weniger ein Standbild von ihm und es heißt, das ist das einzige Bild, was die Polizei von dem Killer known as Leatherface hat. Und da frage ich mir nur eine kurze Sache, ich meine, dieser letzte Jumpscare mit dem Auftauchen von Leatherface, gut und schön, aber wer hatte im Endeffekt das Videomaterial von der Tatortbegehung? Weil ganz ehrlich, die Killerfamilie hätte das vielleicht mitgenommen. Und die Polizei hätte vielleicht auch, was weiß ich, mit mehr als nur einem Kerl dort hineingehen können. Und außerdem, wenn das Haus eh von der Polizei umstellt wird und von der Polizei besucht wird, ist es vielleicht auch nicht wirklich der beste Ort, wo unsere Killerfamilie zurückkommen kann. Gut, macht nicht wahnsinnig viel Sinn, ist aber trotzdem irgendwie ein cooles Ende für den Film. Was mir aber am meisten auffällt bei Texas Chainsaw Massacre im Remake, ist, es gibt keine Dinner-Szene. Eigentlich in allen vier Originalfilmen, sogar in dem miserablen vierten Teil, der nichts richtig gemacht hat, eine Dinner-Szene gab es zumindest. Wer meine Gedanken zur Dinner-Szene von Teil 4 hören noch? Auf jeden Fall, wieso man genau auf die verzichtet hat, weiß ich nicht. Hat man sich die für das Prequel aufgespart? Keine Ahnung. Aber abschließend muss ich echt sagen, Texas Chainsaw Massacre von Marcus Nisper ist eines der besten Remakes, das ich jemals gesehen habe und steht für mich auf einer Stufe mit Alexandre Achers The Hills Have Eyes. Der Film bietet Atmosphäre, der Film bietet Spannung. Der Film hat zwar bei der Einführung unserer Charaktere einen großen Stilbruch, aber bleibt trotzdem fast über die komplette Laufzeit düster, dreckig, beklemmend und extrem spannend, auch wenn er in Sachen Wirkung meiner Meinung nach ans Original nicht so ganz herankommt, ist er trotzdem einer der besten modernen Horrorfilme, die ich vom amerikanischen Kino kenne und schafft es außerdem nicht nur Ideen aus dem Original zu nehmen, sondern auch diese weiterzuentwickeln und vor allem der Geschichte und den Charakteren auch seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Es ist ein kreatives Remake, es ist ein interessantes Remake und es ist vor allem ein extrem atmosphärisches, spannendes und gelungenes Remake. Remakes sind bei Fans eigentlich relativ selten beliebt, vor allem wenn sie von Michael Bay unter seiner Platinum Dunes Produktionsfirma gemacht werden. Aber eine Ausnahme ist eigentlich immer The Texas Chainsaw Massacre von Marcus Nisper. Und auch ich bin der Meinung, dass das definitiv eines der besten Remakes ist, das Hollywood jemals hervorgebracht hat. Das Gute ist, abgesehen davon, dass der Film die Atmosphäre des Originals nicht wirklich
ganz trifft und aufrecht erhält. Er scheint es auch nicht zu versuchen, das heißt, er scheitert nicht dabei. Im Gegenteil, der Film nimmt sich geschickt Elemente aus dem Original, kombiniert sie mit den Genre-Konventionen von 2003 und kreiert damit eine eigene Filmerfahrung. Eine Filmerfahrung, wo man durch genug Parallelen erkennt, dass es ein Remake ist, das aber nie irgendwie den Eindruck vermittelt, man hätte einfach nur das Original für die schnelle Kohle neu aufgelegt. Der Film ist kreativ, der Film ist auf seine eigene Art spannend, intensiv und packend. Die Charaktere sind meiner Meinung nach durchaus gelungen und im Endeffekt kann man das Remake von Texas Chainsaw Massacre wirklich empfehlen, auch und sowohl Leuten, die das Remake, die das Original mochten, als auch welchen, die das Original nicht mochten. Ich denke, dass das ein sehr, sehr guter Mittelweg ist, der bei dem Remake gefunden wurde, dass irgendwie möglicherweise alle zufrieden sind.